Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich darf auch die Freunde der elektronischen Medien bitten, seid so lieb. Ich eröffne die Plenarsitzung, stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. So, und bevor wir in die Tagesordnung eintreten, haben wir einen prominenten Gast auf der Besuchertribüne. Ich begrüße den gesamten und stellvertretenden Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin, seine Exzellenz Kent Loxton. Herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier in Hessen, gut betreut vom Innenminister. Alles Gute. So, dann zur Tagesordnung. Punkte offen 10, 14, 16, 18, 20 bis 22, 25, 26, 28, 35, 40, 42 bis 48 und 50 und 54. Es sind noch eingegangen und verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Auswirkungen des radikalen Erlasses aus dem Jahr 72, Drucksache 19 44 54. Dringlichkeit wird bejaht. Ihr Lieben, hört einmal ein bisschen zu. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 55, und wir können das mit 26 zu diesem Thema aufrufen. Ja, okay, gut. Dann ist noch eingegangen, verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend qualitative und bedarfsgerechte Begleitung und Beratung vor, während und nach der Geburt. Drucksache 19 44 55. Geburt müssen wir die Dringlichkeit sowieso bejahen, kein Problem, das ist der Fall. Links. Top 56, und wir können das mit Top 16 aufrufen. Ja. Auch klar. Noch eingegangen, verteilt dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen muss Blockadehaltung endlich aufgeben. Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen, Drucksache 19 44 56. Dringlichkeit wird bejaht. Das wird 57. Wenn keiner widerspricht, können wir nach der Aktuellen Stunde zu 44 aufrufen und abstimmen, ohne Aussprache. Machen wir so. Und noch eingegangen und verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Abstimmung zu sicheren Herkunftsstaaten, Drucksache 19 4457. Ebenfalls Dringlichkeit bejaht. Bitte? Ich frage die Dringlichkeit ab. Kollege Rudolph, ja, wenn Ihnen das peinlich ist, kann ich das ja hier nicht ändern. Ich frage die Dringlichkeit ab. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist dies Top 58 und kann ebenfalls nach 44 ohne Aussprache zur Abstimmung aufgerufen werden. Jawohl. So. Dann vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die Aktuellen Stunden. Und nach den Aktuellen Stunden geht es mit 10 weiter. Meine Damen und Herren, ich bitte etwas um Aufmerksamkeit, sonst komme ich hier durcheinander. Das wollen wir ja nicht. Durch aus Versehen die Sitzung schließen, das wollen wir ja nicht. Es fehlen, entschuldigt, ab 15.45 Uhr heute Nachmittag der Ministerpräsident. Ganztägig fehlt Herr Staatsminister Schäfer, entschuldigt, der Staatsminister Grüttner von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Und die Frau Abg. Gnadl ist entschuldigt. Gibt es weitere Entschuldigungen von Seiten der Abgeordneten? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir heute auch einen Geburtstag, meine Damen und Herren. Ich gratuliere im Namen des gesamten Hauses unserem Kollegen Daniel May. Ein junger Mann, ein junger Mann,
Tomé, ein junger Mann, 81 geboren, hat noch einiges vor sich hier. Genau. Herr Verfassungsschutz, das ist der neben Beuth jetzt links. Weiß ja nicht, haben wir bloß aufgeschrieben. So, meine Damen und Herren, ich begrüße auch noch auf der Besuchertribüne den Präsidenten des Landesamtes für den Verfassungsschutz, Herrn Präsidenten Schäfer. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Hause. So, soweit die Vorbemerkungen.